Mein Name ist Karl Bubenheimer. Ich bin Geschäftsführer der Firma Integra, dieses Unternehmens hier. Wir haben den Auftrag zur beruflichen Integration, beruflichen Inklusion. Schritt für Schritt ist ein Mentoring-Projekt für Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung. So, in Syrien war ich Rechtsanwalt. Ich habe Jura in Syrien studiert und ich habe auch 3 Jahre als Rechtsanwalt gearbeitet. Also wir haben erstmal zusammen so ein bisschen den deutschen Arbeitsmarkt kennengelernt. Also ich habe ihm erstmal so ein bisschen erklärt, wie das hier so abläuft, dass es dann doch sehr bürokratisch ist, weil in Syrien läuft das alles ein bisschen anders in der Branche ab. Die Idee hinter dem Projekt ist, dass die Integration in Deutschland hauptsächlich über berufliche Integration funktioniert. Dass ein Mensch, der Arbeit hat und zur Arbeit gehen kann, sich selbstwirksamer fühlt, zufriedener ist, in soziale Netze eingebunden ist, ja, und dadurch sich in Deutschland oder in Berlin besser zu Hause fühlt. Mein Mentor ist ein wirklich netter Mann. Er ist Joachim, er ist ein Jurist. Für unsere ehrenamtlichen Mentoren bieten wir Kurse an zu den Themen, was ist eigentlich Mentoring, Arbeitsmarktzugang für Geflüchtete und wie bereite ich mich auf meine Rolle als Mentor vor. Und für die Mentee und Mentoren im Team bieten wir interkulturelle Trainings an. Wir versuchen in einer ehrenamtlichen Situation Flüchtlinge in Beruf, in Arbeit zu bringen. Die Mentoren helfen sowohl bei der beruflichen Orientierung, das heißt, sich klar zu werden, was ich machen will und was ich hier in Deutschland überhaupt arbeiten kann, und dann eben auch bei der Jobvermittlung. Er hat mir die Möglichkeit in so erklärt, was kann ich machen, was kann ich nicht machen. Und deshalb versuchen wir mit unserem Projekt eben die Geflüchteten, die jetzt erst seit 1,5 bis 2 Jahren in Deutschland leben, über dieses Mentoring in den Job zu bekommen und dadurch aber eine Integration zu schaffen, Integration in die Gesellschaft. Ich heiße Florian Stenzel, ich bin Diplompädagoge. Ich gebe heute einen Workshop für die Teilnehmer von Integra. Ja, ich finde es sehr wichtig, dass man in diesen schwierigen Zeiten zu einem guten, befriedigenden Job kommt, und möchte Mentoren und die Mentees unterstützen, dass sie das schaffen. Wir machen Mentoring über Ehrenamtliche, die wir berlinweit vermitteln. Hier in Deutschland, ich lerne Deutschkurs. Die Idee für das Projekt ist 2015 entstanden, als so viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Und das Projekt wird von der Aktion Mensch und der Stiftung Parität gefördert und unterstützt vom VdK. Und ich fand halt dieses 1:1-Mentoring-Projekt von daher besonders passend für mich auch, weil man sich halt sehr intensiv mit einer Person beschäftigt. Ich finde das Projekt toll. Wir haben viele Mentee, die derzeit auf eine Vermittlung warten und suchen deshalb gerade händeringend nach ehrenamtlichen Mentoren, die Lust haben mitzumachen. Bin ich in vielleicht 10 Jahren, 15 Jahren zurück nach Syrien fahren und dann helfe ich meinem Land so wieder aufzubauen.